Hallo, willkommen zu Rock My Life, Freunde. Und jetzt werden wir ein bisschen weitermachen mit der Aufgabe. Und das war mein Leben. Ja. Und zwar, glaube ich, müssen wir da hinten weitermachen, da bei dem Kani? Nee. Wie heißt er denn? Hallo Petra. Winken. Hallo. Na? Was geht? Ach Gott. Was ist mit meinen Reitkünsten los? Habt ihr es nicht gesehen? Total. Komm, wir stellen uns da auch mit rein. Da ist Myra. Und Dunja Kitten. Pah! Dunja Kitten. Deine Kittenpaar. Was geht hier nicht ab? Ich weiß es nicht. Ja, wir müssen weiter. Nein, jetzt hier zur Dings, zur, wie heißt der denn? Der Typ da, wo wir das Feld bedingsen sollten, bepflanzen. Da müssen wir wieder hin. Ich weiß nicht, wie er heißt. Es gibt Kani, Mali und den anderen vergesse ich immer. Wie ist noch so gleich sein Name? Wie heißt er noch gleich? Mali? Kani? Und? Barney! Natürlich, Barney! Hallo! Ich mache mir Sorgen, bist du also nicht aus Erde gewachsen. Ich hoffe, dass ich deswegen nicht die Party verschieben muss. Wir müssen dringend irgendwas machen, um das Ganze zu beschleunigen. Komisch. Ja, das habe ich gehört. Wir müssen ein bisschen düngen, um die Pflanzen anzutreiben. Ja, vielleicht kannst du mit diesem Spartner ein wenig Kuhdinger für mich sammeln. Rette nach Hollow Woods und Wälder und Claire's Kuhmist wäre perfekt, ne? Okay. Soll ich jetzt echt nach Wailedale reiten? Wegen Kacke? Ah, na gut. Dann machen wir einen Kacke-Transport. Auf geht's. Leute, Kacke-Transport. Wiu, 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 Kacke-Transport. Wiu, 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 Kacke-Transport. Kacke-Transport. Wir reiten schnell und weit und fort. Ja, wir sind der Kacke-Transport. Oder, Transport, Transport. Mein Pferd hat eine Macke. Nein, hat es nicht. Es riecht nur nach Kacke. Wer reitet schnell von Ort zu Ort und stinkt dabei, der Kackentransport, Kacketransport oder so, oder wer stinkt von links nach rechts und rumort, okay, lassen wir diese Vergleichsreime. Wir müssen jetzt... Oh, Kacke-Transport! Habt ihr gesehen, wie ich geflogen bin? Gefliegen. Habt ihr es gesehen, wie ich geflogen bin? Wie ein Engel vom Himmel geflogen. Ne? Wie ein Engel aus der Luft durch... Also die Sonne reflektiert in deinen Augen von dem Gesicht der Sonne. Strahlung, Kristalle blitzen auf und leuchten und... Es funkelt. Funkelt. Und so, ne? Wisst ihr Bescheid? Ich hoffe, dass die Kühe von Wailedale hier auch richtig guten Dung haben. Es wird nämlich langsam eng für die Party von Barney, glaube ich, ja? Das wäre wirklich nicht gut, wenn er da irgendwas verpassen sollte und halt seine Party nicht abhalten kann. Die Familienfeier, ja? Weil der Kacke-Transport zu spät ankommt. Ich weiß noch nicht, ob ich die Folge Kacke-Transport nennen kann. Da bin ich noch unsicher, okay? Nehmt es mir nicht böse, wenn sie nicht Kacke-Transport heißt. Wieso bin ich auf einmal alleine? Da waren doch noch gerade mehr. Ach, das sind sie ja. Die werden sich auch denken. Was, schön, schöner Haufen. Schöner Kuhfladen. Schöner großer Haufen hier in meinem Inventar, ne? Wie macht man das so? Kennt ihr das? Kennt ihr das auch? Ihr seid auf dem Heimweg von der Schule oder Arbeit oder sonst wo, Studium oder ist ja auch eine Schule, Uni halt dann, oder Schule und
Euch friert es etwas in der Tasche. Was macht ihr? Er packt einen frischen Kuhfladen ein. Den hebt er einfach so auf und schiebt ihn dann so euch in die Mantel in die Tasche. Oder dann die Manteltasche und dann die Hand rein. Und dann ist es schön warm. Wichtig ist dabei, dass der Fladen frisch ist, denn nur ein frischer Fladen ist auch ein warmer Fladen. Aber die frischen sind immer so weich. Damit hat man früher eingeheizt, ne, mit Kuhfladen. Die hat man dann trocknen lassen. Dann hat man die dann verbrannt. Das ist unfassbar. Aber so ist das. So ist das Leben, meine Lieben, ne? Solche, so krasse Sachen passieren. Das möchte man gar nicht glauben, ja? Aber es ist die Wahrheit, ne? Das könnt ihr mir ruhig glauben. Früher, da war das so, als die bäuerlichen Bauern noch bäuerlicher waren als heute. Heute sind die ja nicht mehr so bäuerlich wie früher. Heute sind die ja nur noch reich. Die meisten auf jeden Fall. Also bei uns schon. Also hier, die bayerischen Bauern, die haben schon Geld. Ja, also das ist schon, kann man schon so sagen. Also gerade die hier in der Gegend rund um München, weil das ist natürlich alles Gewerbefläche irgendwann, ja, die sie dann verkaufen für teures Geld. Alles Multimillionäre. Naja, gut, so krass vielleicht auch nicht, aber ja. Auf jeden Fall, die sind nicht mehr so bäuerlich, die sind hochtechnisiert, weil sie sich immer so riesen Maschinen kaufen, ne? Schon mal aufgefallen, also für alle die jetzt, die auf dem Land wohnen, die Traktoren und sowas, die Maschinen, die werden alle immer größer. Also in den letzten paar Jahren hat sich das echt extrem verändert, dass sie mit immer fetteren Maschinen durch die Gegend fahren. Das ist jetzt vielleicht nicht so interessant für die meisten, aber es fällt dennoch auf, ja. Nun, warum ist das so? Ich bin nicht sicher, aber wahrscheinlich ist der Aufwand größer geworden oder man hat weniger Leute, um dieselbe Fläche zu bewirtschaften oder vielleicht sogar mehr Fläche. Und dafür hat weniger Leute zur Verfügung als vorher. Und deswegen muss man mehr von der Maschine machen lassen und deswegen braucht man halt größere Maschinen und stärkere Maschinen und Maschinen, die halt den Menschen besser ersetzen können. Ich glaube, dass es daran liegt, dann hätten die vielleicht auch eine automatische Kuhfladen-Aufsammel- und Abtransportermaschine. Ne? Also quasi einen automatisierten Kacketransport. Ist schon ein bisschen geil. Finde ich schon irgendwie, hat es was, ne? It has something. Und in einer Viertelstunde ist Jorvik-Championat. Wollen wir da hingehen? Aber ich habe jetzt eigentlich gerade gar keinen Bock, nach Jarlaheim zu ridern. Das ist schon ein bisschen, das wäre jetzt schon so ein bisschen nervig. Oha, ist mir noch nie aufgefallen, dass unser fettes Loch drin ist. Okay. Dann gehen wir this way. Und dann da hinten einfach durch. Aber mal gucken, ob Barney jetzt ausreichend Dünger für sein Feld hat. Das kloppen wir ihm dann mal drauf, ne? Wir nehmen einfach die Schaufel hier. Nehmen wir die Schaufel mit Kacke und kloppen das hier voll einmal quer über das Feld, damit das gedüngt ist, ne? Und das bringt natürlich was, weil das Düngen hilft natürlich auf dem Feld, weil durch die Substanz, die halt eben in dem Kuhfladen drin sind oder halt im Mist, wie auch immer, da wird halt das Wachstum durch angeregt. Wunderbar, das ist wirklich schlimm. Gut, dass die Pflanzen keine Nase haben. Ja, Barney, die Pflanzen sind egal. Das falsche Ding macht nicht unbedingt Spaß, aber irgendjemand muss ich machen, Mandy. Nimm den Eimer mit dem komischen Verteilen. Der Boden wird die Nährstoffe aufnehmen, keine Zeit zu verlieren. Nimm den Eimer und los geht's. Ja, also ich hört selber. In dem Kuhmist, ja, sind Nährstoffe, die der Boden braucht, der Mutterboden, ja, und halt eben auch die Samen, um gedeihen zu können und zu wachsen. Und ich muss absteigen. Ich hoffe, der Mähdrescher da hinten bringt mein Pferd nicht ums Eck. Das wäre ein wenig schade, weil ich glaube nicht, dass wir das vorher schaffen. Wir können es natürlich probieren, aber ich glaube nicht. Wer ist hier eigentlich alles dabei? Ich muss mal gerade gucken, wer hier so ein bisschen mitridert. Wer sich hier auch auf Mission Kacke begibt. So. Da fällt mir doch gerade ein lustiger Wortwitz ein. Die haben wohl auch sonst nichts zu tun, anstatt hier bei so einer Kacke mitzumachen. Ne? Verstehen Sie? Weil das ist lustig, weil es geht ja um Mist und Mist ist Kacke und das ist schon ein ganz schöner Brüller. Also wenn ihr jetzt auch lachend auf dem Boden liegt, dann kann ich das absolut verstehen. Oder euch immer noch Milch aus der Nase spritzt, weil es so funny war.
Ich guck mal gerade, wer da noch da ist. Das muss ich jetzt auch mal, würde mich jetzt gerade auch so derbst interessieren. So, Kacke ist fertig. Wen haben wir denn? Das ist auf jeden Fall die Raffi, die erkenne ich schon im Pferd und in dem Hut. Die Raffi, dann die Sally Blue Forest, die Salzi, Sabrina Dorke ist auch da, die Emmy Shark Valley und das Silberglöckchen ist auch da. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Na, dann kommt mal mit ihr, Cuties. So. Jetzt gehen wir das mal ab bei Barney. Und dann gucken wir mal, was er sagt. Na, gut gedüngt. Wir können heute nichts mehr anderes machen. Ja, alles klar. Gut, Barney, dann dann halt heute nicht mehr. Dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt noch so für Aufgaben hatten. Haben wir denn noch von der Mandy irgendwas? Da war da nicht noch irgendwas? So, willkommen zurück, meine Lieben. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine neue Aufnahme ist oder nicht. Wir werden auf jeden Fall jetzt ein bisschen weitermachen. Ich bin hier immer noch auf der Suche nach dem... nach der Quest, die hier weitergeht. Ich muss ja hier bei der Mandy noch ein bisschen rausfinden, um was es jetzt hier geht, ne, mit ihrer Familienvergangenheit. Wo steht sie noch gleich? Da hinten. Da hinten ist sie. Da müssen wir jetzt gleich mal weitermachen hier. Liebe Mandy, was war jetzt los mit deinen Familienproblemen da, hä? Mit deiner Halbschwester? Achso, ich muss absteigen. Gut, dann steige ich ab. So. Ja. Machen wir das mal so. Und gehen da mal ganz gechillt hin. Es lief gar nicht gut. Ich dachte schon, sie würde sich freuen, wenn sie erfährt, dass sie meine Halbschwester hat. Ich habe kein Auge zugemacht. Ich habe die ganze Nacht nur geweint. Da wollte ich doch einfach nur eine Halbschwester haben. Was passiert ist? Naja... Sie hat mich einfach nur angestarrt und gesagt, dass ich lügen werde. Die war überhaupt nicht glücklich. Ach komm schon. Ach komm schon. Ah, Mandy, warum so geknickt? Ah, Mandy, komm doch nicht, tröste dich ein bisschen. Ach komm schon. Danke, Mandy. Ich weiß nicht, ob ich das jemals hätte machen können, wenn ich dich nicht kennengelernt hätte. Ach, Mandy, wir müssen doch zusammenhalten. Wir sind doch beide Mandys. Mandy und Mandy, Mandy und Mandy. Ja, ist euch übrigens aufgefallen, dass ich eine neue Frisur habe? Also ich habe eine neue Haarfarbe, ne? Ich hatte vorher schwarz, jetzt bin ich braun. Und niemandem ist es aufgefallen, verdammt nochmal. Nein, ich kann ihr einfach nicht... Okay, Sabrina zeigt uns allen den Arsch. Nein, ich kann ihr einfach nicht rumstehen und heulen. Ich habe mich bereits entschieden, zurück nach Jorvik City zu gehen und den ersten Flug von hier zu nehmen. Wenn Julie keine Schwester haben will, werde ich sie sicherlich nicht dazu zwingen. Ich mache mir einfach nichts aus dem Staub. Ich mache mich einfach aus dem Staub und lasse es tun, als ob ich nie existiert hätte. Mandy, es gibt keinen Grund mehr für mich hier zu bleiben. Ich bin nur hierher gekommen, weil ich dachte, dass ich eventuell eine Schwester habe. Ich kann hier nicht bleiben. Ich komme kaum noch etwas durch meine verheulten Augen sehen. Vielleicht kannst du mir beim Packen helfen? Hm, danke. Wenn du die Kleidungsstücke hier zusammenfaltest, sammle ich die restlichen Sachen aus meinem Zimmer auf. Okay, dann warum liegen denn ihre Sachen hier verstreut auf dem Boden? Das kann aber nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Warum liegen die Klamotten auf dem Boden? Wir wissen es nicht. Warum liegt da ein grünes T-Shirt auf dem Boden? Der ist wieder ganz dreckig. Myra McBell, warum stellst du denn morgen mitten in Mandy? Ja? Kannst du mir das sagen? Na, danke. Wie schön, dass du die Kleidung zusammengefaltet hast. Ja, kein Problem, Alter. Kein Problem.